Hallo, Strymon Magneto ist ein digitales Tape-Echo. Vor einigen Wochen habe ich auf dem Gebrauchtmarkt eines erstanden und erzähle euch jetzt, was man so damit machen kann. Magneto hat einen Loop-Mode und einen Sample-Mode, aber die interessieren uns heute nicht, sondern nur, was das Magneto als Tape-Delay drauf hat. Wünsche euch viel Spaß. Bis später. Magneto besitzt vier Tape-Heads, die entweder im Even-Mode, im Triplet-Mode oder im Shift-Mode laufen. Im Even-Mode sind die Köpfe in gleichem Abstand angeordnet. In diesem und den folgenden Beispielen habe ich das Magneto über den Clock-In auf halbe Noten getaktet. Heißt für den Even-Mode, der Abstand von einem Kopf zum nächsten beträgt eine Achtelnote. Im Triplet-Mode sind die Bandköpfe triolisch angeordnet. Im Grunde würden hier ja drei Köpfe genügen. Wie ihr gleich hören werdet, verhält sich der erste Kopf ein wenig speziell. Im Shift-Mode hat man vier Bandschleifen, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt werden und somit die Tonhöhe des eingespeisten Signals verändern. Vielleicht will man sich das gar nicht so genau vorstellen, klingen tut es allerdings interessant. Man kann für jeden der Tape-Heads bestimmen, ob sein Signal wieder zurück zum Aufnahmekopf gesendet wird oder nicht. Auf diese Weise kreiert man schnell Variationen im Delay-Rhythmus. Thank you.
Schauen wir uns an, was man in der unteren Reihe einstellen kann. Links ein Low Cut ist praktisch, wenn das Eingangssignal recht basslastig ist. Anschließend stellt man das Alter des Tonbands ein. Je älter, desto matter werden die Wiederholungen. Mit Crinkle simuliert man ein verknittertes Band. Vorsichtig angewendet finde ich diesen Effekt sehr hübsch. Wow and Flutter simuliert Schwankungen im Antrieb des Motors unseres Tape-Echos. Zuletzt finden wir ein Spring Reverb mit ausgeprägter Resonanz, also in etwa das Gegenteil von nicht färbend. So klingt's. Mit dem Speed-Regler stellt man die Geschwindigkeit des Tonbands ein. Auf 12 Uhr ist die normale Geschwindigkeit, nach rechts wird die Geschwindigkeit verdoppelt, nach links wird sie geviertelt. Mit der Geschwindigkeit ändert sich auch die Klangqualität von Hi-Fi auf Rechtsanschlag bis ziemlich Lo-Fi auf Linksanschlag. Magneto hat einen Feedback-Loop, also eine Send- und eine Return-Buchse, sodass man die Signalwiederholungen durch ein weiteres Modul, hier einen Phaser, schicken kann. In anderen Videos über das Magneto habe ich gesehen, dass die Leute über die vier Clockouts rätseln. Ist ganz simpel.
Sie entsprechen den vier Tapeheads. Jedes Mal, wenn das Signal dem entsprechenden Tapehead durchläuft, wird ein Clock-Impuls ausgegeben. Hier eine kleine Demonstration. Ja, das war's vom Magneto. Was ich an ihm schätze, ist der erdige Klang. Er klingt nie digital, harsch oder dünn. Was also die analoge Anbindung anlangt, hat man bei Strymon sicher alles richtig gemacht. Neu hätte ich ihn mir nicht gekauft. Ist mit 600 Euro schon sehr teuer, und wenn man rechnen muss mit seinen Euros, ja. Ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss.